Die positive Nachricht vorweg, die meisten Tiere können noch gerettet werden. Beim Brand eines großen Kuh- und Schweinestalls im hessischen Wächtersbach versucht die Feuerwehr, so viele Tiere wie möglich in Sicherheit zu bringen. Es war wohl ein Blitzschlag, der den Stall des Aussiedlerhofs im hessischen Wächtersbach in Brand setzt. Ein Anwohner bemerkt das Feuer. Schwarze Rauchwolke. Dann habe ich gleich die 112 angerufen. Die Feuerwehr ist bald mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Es gelingt ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die meisten der rund 50 Tiere zu retten. Wir konnten durch einen massiven Innenangriff ca. 30 Zuchtsauen und 5 Kälber retten. Leider sind auch ein paar Tiere bedingt durch Brand und Rauch verendet. Auch Nachbarn helfen mit bei der dramatischen Tierrettungsaktion. Wir haben die Schweine raus, was drin waren, was wir rausgekriegt haben, und halt auch kleine Rinne, und also Kälbchen, okay, haben wir rausgeholt. Wie geht's den Tieren jetzt? Ja, ein Teil musste geschossen werden und ein Teil haben wir jetzt hier oben im Stall. Da muss jetzt halt der Tierarzt noch gucken danach. Es gelingt den Einsatzkräften, das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Im weiteren Zuge hat es leider auch zwei verletzte Personen gegeben. Es handelt sich hierbei um einen Mitarbeiter vom landwirtschaftlichen Anwesen sowie den Besitzer, die eine Rauchgasinduktion hatten, konnten aber beide nach Behandlungen durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Etliche tote Tiere und ein Schaden von wohl über 100.000 Euro. Die traurige Bilanz des Brandes von Wächtersbach.